Moin Leute, wir machen ein schönes Video über unser Weekend Warrior Wochenende. Wer noch nicht dabei war, nächstes Jahr machen wir es wahrscheinlich wieder. Schaut es euch an, läuft wunderbar. Und Leute, wie ist? Hey. War nicht gestellt. Viel Spaß beim Video. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich glaube, soweit sind alle da. Hat jeder seinen Kollegen am Start, mit dem er angereist ist? Seine bessere Hälfte dabei. Jo. Campingplatz, haben ja die meisten von euch schon ihre Zelte aufgebaut. Auf dem Campingplatz ist auch gleich die Schießbahn aufgebaut für Kai seinen Sniper-Contest. Kai kommt um 15 Uhr, zeigt dann einmal, wie er sein Scope einschießt. Unser guter Mr. Tuya Spring, super EMF-Sniper. Mit dem spielt man besser zusammen als gegen ihn, zumindest wenn man keine Lust hat, von Snipern weggeschossen zu werden. Steht da auch mit zur Verfügung für Fragen, Antworten und dergleichen. Der hat da auch relativ viel Ahnung von und spielt sehr guten Sniper. Also eigentlich so, ja, muss man schon so sagen, ne? Du bist da gut dabei. Also, wir haben ja hier unseren Schießstand gebaut, haben hinten 6 Targets. Und jeder kann mal schießen, man hat 10 Schuss. Und die Targets haben eine unterschiedliche Wertung. Also wenn du Target 1 triffst, kriegst du halt 1 Punkt. Wenn du Target 2 triffst, kriegst du 2 Punkte. Bei Target 3 sind das 3. Bei Target 4, 4, 5, 6. So, hier geht es halt hoch. Und dann gucken wir, wer nachher der beste Schütze ist. Und ich wollte den Leuten einfach ein bisschen helfen, wie stelle ich meine Waffe ein. Auf was muss ich achten? So, darum geht es einfach mal. Okay. Kai, ja, bitte? Wo achtest du jetzt drauf beim Red Dot einschießen? Magst du das einmal erklären? Worauf ich achte? Ja. Oder wie du es machst insgesamt? Ich gucke halt, wo die Kugel hinfliegt. Also ich suche mir erstmal, stelle ich die richtige FPS-Zahl ein. Dann, oder die gewünschte. Dann gucke ich grob, wo die Kugel hinschießt. Dann spanne ich die Waffe ein. Und wo die Kugel einschlägt, dort stelle ich den Punkt hin. Und dann gehe ich mit diesem Punkt, der dann ja vorher irgendwo auf der Wiese ist, wieder aufs Target und mache die Pfeileinstellung. Das ist eigentlich alles. So, Sniper Contest, Auswertung. Der wirkliche Gewinner ist Markus Schubert, der hat das nämlich ziemlich clever angestellt. Der hat einfach safe Target 2 und 3 weggeballert. Mit 17 Punkten. Wo ist er? Hier. Ah, hier. Markus Schubert. Herzlichen Glückwunsch. Wir starten gleich um 14 Uhr einmal mit dem EMF 100 Tech-Kurs hier um die Ecke im Carport. Da macht der gute Till dann einmal den Tech-Kurs für EMF 100. Neben dem Panzer an dem Doppelpavillon macht Sebastian Pfleger den T15 Tech-Kurs. Ja, einmal noch dazu, was Paddy macht. Da sind wir jetzt ja ein bisschen abgeschweift. Hier sieht man einmal, wo Paddy dann gleich sein Skilltraining noch macht die ganze Zeit. Das läuft dann von 14 Uhr bis zum Ende, bis nachher zum Spawncircle hin. Die klassischen L-Wände, um Deckungsverhalten oben, unten, Cross wie auch immer zu üben und Snapshooting. Alles, was man beim MacFat braucht, zeigt Paddy den Leuten hier. Wie ihr den Gegner einfacher trefft und selber schlechter getroffen werdet. Mehr ist es nicht. Ne? Ja. Das ist halt das intuitive Einzelspielerschießen. Also das ist wie ein Passspiel beim Fußball. Das sind so Basics, die man halt beherrschen kann. Genau. Ja, eben kurz alle Masken auf und dann entsichern. Dann 2 an dieser Deckung, 2 an dieser Deckung. Einer rechts, einer links. Und dann geht das los hier. Du bist in einem Gebäude, meinetwegen. Ne, darf ich mal eben kurz? Du bist jetzt in einem Gebäude und du weißt, dass das Target ist ja dein Gegner. Der ist da in dem Raum. So, dann gehst du an die Magic Line, guckst mal eben kurz, ich sehe noch nicht. So, jetzt sehe ich ihn. Und ab hier arbeitest du. Kommst raus, triffst, gehst wieder rein. Weil wir fangen langsam an, weil langsam ist genau und genau ist schnell. Ist ja so. Was nützt mir das, wenn ich hier wie so ein Irrer rumhampel und nichts treffe? Deswegen fängst du halt an, suchst dir die Deckung, suchst dir den Gegner, da ist er, bam. Wenn du zurückgehst in die Deckung, nicht die Kanone runternehmen. Die Kanone bleibt immer in Schussposition. Und dann gehst du raus, kommst raus. Sorry. Und jetzt kannst du immer noch an der Leiste.
Den meisten Leuten, die noch nicht hier waren, wurden die Spielfelder ja schon gezeigt. Ansonsten können wir gerne auch gleich nochmal eine Spielfeldbegehung machen. Ach ja, genau. Und die Jungs von TSB, hätte ich euch beinahe vergessen. Ne? Tut mir leid. Die haben hier ein paar Highlights dabei. Lohnt sich auch immer bei den Jungs vorbeizukommen. Wer sie noch nicht kennt, das sind die Herren, die den Omni-Dropdown entworfen haben, den Tuning-Charging-Handle für die T15, Trigger, den T15-Dropdown, Sling-Plates. Und ihr habt, glaube ich, auch ein paar Produktneuheiten dabei, ne? Wichtigste Info, heute Abend 19:30 essen wir hier Spanferkel. Bis dahin soll das Thema mit dem Regen auch durch sein. Morgen früh fahre ich um 8 zum Bäcker, hol Brötchen. 8.30 Uhr circa frühstücken wir hier dann alle zusammen. Und circa 9 Uhr, 9.30 Uhr macht der gute Ken, der hier gerade schon lang geschlichen ist, fängt dann mit seinen Missionen an. Und dann wird es irgendwie so bis 16, 17 Uhr halt wie bei einem McFat Sunday noch Missionen geben, die wir spielen. So, guten Morgen. Heute Weekend Warrior Wochenende. Erster Spieltag. Gestern haben wir viel gemacht. Heute starten wir Missionen. Wir spielen WOP Militia gegen GKS, die Großkonzernschweine. Jedes Team hat zwei Generäle. Das ist einmal Peer für die WOP Militia und einmal Michi für die GKS. Jeder General bekommt gleich von mir 6 Briefe mit 6 Missionen, die nacheinander gespielt werden. In den Missionen steht, welche Spielefelder gespielt werden und wie viele Leute sie darauf entsenden sollen. Genauso wie die Missionsziele, die sie darauf erreichen sollen. Es werden immer grundsätzlich 3 Spielfelder gleichzeitig pro Mission bespielt. Rasiert habt auf dem Feld, dass ihr mich so hart unterstützt habt. Vielen, vielen Dank. Ihr habt echt abgerissen, das hat mega Spaß gemacht und die Missionen waren wirklich die ganze Zeit heiß und haben einfach nur Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ich habe so viel Fun lange nicht mehr hier auf diesen Spielfeldern gehabt. Das Wetter hat perfekt gepasst. Ich sage einfach nur, kommt gut nach Hause. Hoffentlich sehe ich euch nächstes Jahr auch wieder. Und ja, viel Spaß noch weiterhin und eine gute Heimreise. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck von unserem Weekend Warrior Wochenende. Danke nochmal an alle, die da waren. War ein echt schönes Wochenende. Haben alle von uns gesagt, haben auch viele von euch gesagt, mit denen ich so gesprochen habe. War super geil. Übrigens, wir haben die Sau fast noch komplett weggekämpft.